Heute, was geht ab, Leute? Hong hier. Heute mit dem ultimativen Labrador's Day Video für euch. Ich werde euch alles erzählen, wie man 15, wenn nicht sogar 16 Pässe bekommen kann, umsonst. Wie man Labrador's möglicherweise alleine machen kann. Und alle Werte, was ist 100%, wann fängt das Event an. Aber ja, los geht's. Also, morgen ist das Event. Man nennt es Labrador's Day. Einen offiziellen Namen hat es nicht. Das ist jetzt der dritte Day. Zuerst war Arctos dran, Arctos Day, dann Zapdos und jetzt Labrador's. 100% ist 18,70. Mit Wetterboost 23,37. Wetterboost bekommt er bei sonnig und windig. Weil er ist natürlich Feuer und Flug. Dementsprechend die besten Konter Gestein. Weil Gestein ist gut gegen Feuer und Flug. Wasser gegen Feuer. Elektro gegen Flug. Die besten Konter natürlich Gesteins Despotar mit der CD-Attacke, Geowatz, Alola Geowatz, Kyogre, Raikou. Und da ist zum Beispiel auch noch Rayquaza im Bild. Kommen wir zum Event. Das ist am 8. September, das ist der Samstag. Und wie immer ist es um 11 Uhr, fängt es an, bis 14 Uhr. In diesen 3 Stunden ist auf jeder Arena, abgesehen von den Arenen, die demnächst ein Mewtwo X-Rate haben. Wie ihr wisst, solange da eine Einladung draußen ist für die Arena, kann in der Zeit, bis der X-Rate stattfindet, kein Raid drauf stattfinden. Aber abgesehen von dieser Arena ist Labrador's wirklich auf jeder einzelnen Arena. Und dann habt ihr 3 Stunden Zeit. Was ich vergessen habe zu erwähnen, dass Labrador's in den 3 Stunden hat Himmelsfeger als Attacke, als Fast Attack. Arctos hatte keine besondere Attacke, Zapdos schon und jetzt wieder Labrador's. Wobei das jetzt nicht unbedingt eine bessere Attacke ist, weil Doppelfeuer wäre es eigentlich interessanter für Labrador's. Bei Zapdos hat die neue Attacke Zapdos besser gemacht. Und natürlich, das Allerwichtigste habe ich noch gar nicht erwähnt, es ist auch möglich, ein Shiny Labrador's zu fangen. Shiny Legendäre haben übrigens 100% Fangchance. Das heißt, ihr könnt getrost gelbe Berge werfen und euch 6 Bonbons gönnen. So, dann kommen wir dazu, wie man, ich hoffe, ihr könnt es so erkennen, Labrador's alleine besiegen kann. Dazu braucht man natürlich ein paar gute Pokémon. Hier steht 4 bis 6 Katapult, Stone Edge, also Katapult, Steinkante, Despotar und eine abgelegene Arena. Jetzt kommt der Haken. Und zwar ist es so, zumindest war es bei den anderen zwei davor. Fettert Niantic ist bis morgen behoben. Dementsprechend könnte es sein, dass das nicht mehr funktioniert. Aber momentan ist es so, dass die 3 Stunden erst beginnen, sobald der erste Spieler die Arena entdeckt hat. Das heißt, sagen wir, also das Event geht ja von 11 bis 14 Uhr. Um 1 Uhr findet jemand eine Arena, die bisher noch kein einziger Spieler im ganzen Spiel gesehen hat, weil sie irgendwo mitten im Nirgendwo ist. Ab da beginnt erst der Timer. Das heißt, er würde bis hinüber über das Event hinauslaufen. Davon haben ja auch schon ein paar berichtet, dass sie so eine Arena gefunden hatten. Und dann danach, nach dem Event, noch ein paar, in dem Fall Arctos und Zapdos, gemacht haben. Und ja, so, das war der Trick dahinter. Es muss ein Zapdos oder Arctos Raid sein, den bisher noch kein Spieler gesehen hatte. Das heißt, eigentlich eine sehr abgelegene Arena. Hier in München würde mir keine einzige Arena einfallen, die so eine Arena wäre. Ja, und dann geht man einfach nach dem Event dahin. Und dann ist es so, für das Event wird Labrador's auf Stufe 4 reduziert. Das heißt, er ist natürlich schwächer, nur ein Stufe 4 Raid. Aber wenn ihr nach dem Event hingeht, ist er ja immer noch ein legendärer Raid. Und legendäre Raids haben immer 300 Sekunden, anstatt 180. Das heißt, ihr kämpft dann gegen ein Level 4 Labrador's, aber mit 300 Sekunden, als wäre er ein 5er Raid. Und mit dem entsprechenden Team könnt ihr ihn dann theoretisch bezwingen. Anscheinend ist er dann nur leicht schwieriger als Flamaga, wobei Flamaga schon ja, relativ schwer war, aber es ist möglich. Die Daten wurden durch Pokebattler gezogen und die Ergebnisse sagen, es ist möglich. Also falls ihr so eine abgelegene Arena habt und die richtigen Pokémon, dann versucht euer Glück. Labrador's Solo Raid. Richtig heftig. So, jetzt kommen wir zu dem Interessanten, weswegen die meisten von euch wahrscheinlich das Video angeklickt haben. Erstmal eine kleine, ja nicht Warnung, ein kleiner Hinweis. Und zwar kann man das natürlich jetzt als moralisch fragwürdig betiteln. Wie man es für sich selber entscheidet, weil das natürlich Bug Abuse oder wie auch immer, Cheaten für manche. Es ist halt so, dass man einen Fehler auf jeden Fall ausnutzt und Niantic das Geld nicht gibt dafür. Dementsprechend unterstützt man nicht die Firma. Die Firma bietet einem das Spiel. Dementsprechend muss man selber damit klarkommen, ob man sowas macht oder nicht macht. Ich bin jetzt hier kein Moralapostel, ich bin nicht euer Priester, der Papst und sag euch, hey, das darf man nicht machen oder hey, das ist okay. Das müsst ihr für euch selber entscheiden. Das ist nur so ein Hinweis.
Ich werde es durchgehen. Ich persönlich werde es auf meinem Main-Account nicht machen wahrscheinlich. Meiner Meinung nach ist da nichts Verwerfliches. Man kann Sachen ausnutzen, so wie es ist. Es ist halt ein Spiel und ja, manche tun so, als wäre das hier die Bibel. Und manche übertreiben es echt zu hart, tun so, als wäre das die Bibel oder die 10 heiligen Gebote, die man halt niemals überschreiten darf. Und sonst kommt man für ewig in die Hölle oder so. Das ist nur ein Spiel. Wenn man das halt macht, dann, ja, dann hat man halt 10 Pässe mehr zum Spielen. Aber ja, man muss jetzt nicht dafür gekreuzigt werden oder so. Wie manche es so verlangen. Das ist so meine Meinung. Ich weiß zum Beispiel, Dimi und Alex, die freuen sich über die 10 extra Raid-Pässe. Die investieren nicht genug oder momentan nicht mehr und würden sonst nur diese 5 mitnehmen. Weil nicht jeder ist halt so ein Hardcore-Spieler mit mehr als 100 Pässen. So ein echt Gelegenheitsspieler, der halt die freien Pässe nutzt, die er bekommt. Und wenn er halt da 15 Pässe hat, dann hat er halt 15. Ansonsten würde er halt nur 5 machen. Einfach die App wieder schließen und gar nicht spielen. Dementsprechend finde ich das schon okay, wenn die halt dann 15 machen und dann wieder die App schließen und gar nicht mehr spielen. Jetzt kommen wir zu dem Trick. Das hat wieder was mit dem Zeittrick zu tun. Hier, blende ich mal ein für euch. 16 Gratis-Pässe. Shoutout an den Kollegen Erik. Der hat mir das hier schön zusammengefasst. Ansonsten hätte ich mir die Mühe machen müssen und das nochmal extra für mich selber raussuchen. Und zwar 16 Gratis-Raid-Pässe. Ich lese einfach mal vor. Es gibt einen Zeitzonen-Trick, durch den ihr nicht nur 5 Pässe am Samstag erhaltet, sondern auch von Freitag und Sonntag. Also einmal in die Vergangenheit springen und einmal in die Zukunft. Bitte gebt diese Info an alle weiter und verweist auf diesen Beitrag. Also ihr seht, für ihn war es selbstverständlich, also für ihn war es nicht moralisch irgendwie fragwürdig. Und ja, wie gesagt, ich finde es moralisch auch nicht fragwürdig, aber ich unterstütze Niantic trotzdem gerne und zahle für meine Pässe. Dementsprechend, wie gesagt, muss da jeder für sich selber entscheiden. Ich gebe euch nur die Info, was ihr damit macht, ist euer Ding. Erstens, den Pass von Freitag nicht aufsparen, der kann gespielt werden und am Samstag vor 11 Uhr den täglichen Pass erhalten. Okay, also der normale Pass vom Samstag ist dann euer 16. Pass sozusagen. Dann müsst ihr ganz normal den Zeittrick anwenden, automatische Zeitzone deaktivieren und dann eine manuelle Zeitzone eingeben. Und zwar hier hat er es auch genau beschrieben. Für IRS ist es Honolulu, USA, weil dann ist es dort erst 23 Uhr. Sprich, ihr könnt die 5 Pässe vom Freitag abholen. Bei Android ist es Midway. Ich weiß nicht, was für ein Android er hat, weil bei mir würde ich dann theoretisch auch Honolulu eingeben. Es gibt bei mir gar nicht dieses Midway. Aber ja. Dann viertens, einfach zocken und diese 5 Pässe verbrauchen. Dann könnt ihr wieder auf die Gegenwart schalten. Dort läuft das Event ja schon. Dann kriegt ihr 5 weitere Pässe. Das sind dann eure normalen Pässe, die auch einfach wieder verbrauchen. Und dann Schritt Nummer 5 und 6. Nachdem ihr die 5 Pässe auch verbraucht habt, müsst ihr in die Zukunft springen. Das heißt, die Zeit so vorschieben, dass es dann bereits Sonntag ist. Und dann könnt ihr euch noch weitere 5 Pässe abholen. Das wäre dann bei iOS Kiritimati. Okay. Und bei Android Tungatapu. Okay. Und so kriegt ihr 5 plus 5 plus 5 plus einen. Das sind 5 Pässe für Freitag. Der eine reguläre freie Pass am Samstag. Die 5 normalen extra vom Event für Samstag. Und 5 von Sonntag. 16 freie Raid-Pässe. Wie gesagt, was ihr mit dieser Info macht und wie ihr dazu steht, ist eure Sache. Ich persönlich finde es jetzt nicht so verwerflich, wie jeder Scheinheilige da draußen tut. Aber na klar, es ist immer gut, die Firma zu unterstützen, die einem das Spiel liefert. Das war so mein Abschlusswort für das Video. Ich sag nur, viel Glück an euch alle. Hoffentlich kriegt ihr einen Shiny 100er. Hoffentlich kriege ich einen Shiny 100er. Nee, Spaß. Also 96 plus würde mir reichen. 96er. Ich habe noch kein gutes Lavados. Ein 96er würde mir reichen. Den würde ich direkt maxen. Aber viel Spaß, viel Glück und viel Erfolg beim Event. Das war's von mir. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die Animes ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Und gebt dem Video ein Like. Ich hoffe, wir kriegen 300 Likes. Mal schauen, ob das funktioniert. Und vergesst nicht, Pokémon ist serious business.